Moin ihr Lieben, herzlich willkommen nicht im Kitchen Club, sondern heute auf Norderney bei mir im Müllers zu meiner ersten Küchenparty, die ich heute mache. Und ich habe einen sehr guten Freund eingeladen, mir ein bisschen zu helfen, mich zu unterstützen. Und der steht neben mir. Ich freue mich sehr über Björn Freitag. Hallo zusammen, ich freue mich auch total hier zu sein. Ja, wir machen eine Küchenparty zusammen. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Sehr, sehr geil. Ist ja eigentlich deine Lieblingsinsel. Es ist meine Insel, wo ich eigentlich groß geworden bin. Aber ich freue mich so, dass du hier ein Restaurant hast. Und ich freue mich aber mega auf den Abend. Ja, ich glaube, es wird wild. Und natürlich sind noch viele andere Köchinnen und Köche da, Lieferanten, die mittlerweile Freunde geworden sind. Das seht ihr alles jetzt. Ich möchte mich bedanken, dass ihr alle da seid. Super, super geil. Ihr kennt das aus der Gastronomie, man muss auch immer ein bisschen was tun. Ihr seid ganz wichtig für uns, egal ob Service oder Küche oder eben Partner. Ja, viel Inspiration, viel Austausch, davon ist das immer geprägt. Es ist natürlich schön, dass so viele Leute hierher gefunden haben und wir waren sehr positiv euphorisiert, gleich zu Anfang, als wir das announced haben, dass wir das hier machen. Alles ist so in place gekommen, wie wir uns das vorgestellt hatten und gute und nette Gäste haben wir auch. Insofern, ja. Wir haben hervorragend schon gegessen, getrunken sowieso. Insgesamt ist die Stimmung sehr gut. Klingt alles wie eine große Familie, die Norderney-Familie. Die Gäste sind mit uns in der Küche, können an verschiedenen Stationen auch das Essen probieren, mit den Köchen sprechen und einfach auch sehen, wie ihr Essen live angerichtet wird. Steirisches Kürbiskerneöl-Parche. Richtig geile Sache. Dazu karamellisierte Kürbiskerne, ein Gewürz-Himbeergel und Quittenragout. Das alles verfeinert mit so einem geilen, eingekochten Quittensüppchen aus den Resten der Quitte. Schön mit Gelierzucker, Vanille, selbst die Vanille, Tahiti-Vanille natürlich nur. Ja, im Endeffekt eine Ableitung von einem klassischen Kürbiskernöl mit Vanilleeis. Ganz klassisch, Österreich, ach, Steiermark. Kennt kaum jemand, aber schmeckt Bombe. Das, was wir heute hier auf der Küchenparty gemacht haben, im 1884 auf Norderney, erste Mal, dass ich auf Norderney bin, war von der Morgan Ranch aus Nebraska, der Tafelspitz, Veggio-Tafelspitz von dieser besonderen japanischen Rinderrasse, bisschen asiatisch angehaucht. Wir hatten eine Miso-Paste dazu, dann hatten wir einen Kimchi-Gurkensalat. Das war's schon. Ganz simpel, keep it simple. Gute Produkte, dann funktioniert das. Ja, uns hat sehr viel Spaß gemacht. Hier gab heute eine fette Party mit relativ geilen Sachen zu essen, zu trinken. Und es gab verschiedene Stationen, wo man sich ein Essen abholen konnte. Hier haben wir die Brotstation, wo drei tolle Produzenten zusammenkommen. Einmal das Gaussbrot, dann haben wir das Salz von Flor de Sal und unser hauseigenes Oliven. Im Müllers Shop bieten wir zum Beispiel alle Weine von Nels Müller an, seine Gewürze und viele auserwählte, handerlesene Produkte, hinter denen wir auch stehen, viele Bioartikel. Winzer sind gekommen, viele Restaurateure sind gekommen, Weingut Leitz ist bei uns und wir feiern hier zusammen mit unseren Gästen kulinarischen Hochgenuss auf Norderney. Es gab in der Küche eine Station, es gab vom Nels Müller eine relativ geile Station. Unser Gericht besteht aus einem Mangoldgemüse, da werden Mangoldblätter blanchiert, die Blätter und der Stiel werden separat klein geschnitten, also mit Brunoise geschnitten. Und darauf haben wir dann eine Jakobsmuschel, die wird von einer Seite angebraten und dann wird die nur noch im Ofen warm gezogen. Da oben drauf haben wir dann eine Kalbsjü und dann kommt obendrauf eine Nocke Kaviar vom Kaviarhaus Brunier. Obendrauf haben wir eine salzige Hippe, die ist so wie so ein Baum und darauf kommt ein bisschen Creme Fraiche und ein bisschen Persinet. Achso. Ja, an dem Gericht besonders ist, dass du diese Salzigkeit hast durch den Kaviar. Du hast halt die Jakobsmuschel, die ist relativ mild, hat aber eine super Konsistenz und dann die kräftige Kalbsjü dazu und dann noch dieses Mangoldgemüse. Das ist halt einfach eine super Kombination und schmeckt halt einfach super. Ich habe sehr viel schon probiert. Ob ich alles habe, weiß ich nicht. Was ich gegessen habe, war gut. Besonders waren die Bäckchen, wenn ich das hervorheben darf. Ja, wir haben heute so einen Klassiker gekocht. Also ich liebe zum Beispiel Sauerbraten total und wir haben aber keinen klassischen Sauerbraten gemacht, sondern ein geschmortes Schweinebäckchen, was wir so im Sauerbraten-Style gemacht haben. Dazu hatten wir ein bisschen Topinambur-Püree, Sauerkirschen eingelegte, die haben wir so als Relish gemacht und noch ein bisschen Crumble oben drauf. Ja, und das war's. Also ich fand den Abend heute mega, weil da war nie so eine Schlangenbildung. Das heißt, es war immer entspannt. Und es ist schon früh zur Party übergegangen und das ist natürlich immer mega. Alle hatten Spaß und es ist echt eine tolle
Stimmung hier. Wir haben unseren Hauswein hier, 1884, sehr schön zugänglich. Könnt ihr das ganze Jahr hier auf Norderney erhalten. Wir haben sehr viel Spaß heute. Die Gäste haben noch vermutlich umso mehr Spaß. Die Gläser sind durchgehend gefüllt und wir sorgen dafür. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Also ich habe ja total ein gutes Miteinander mit Nelson und seinem Team. Ich mache die Weinkarten für Essen, für Norderney, aber auch für die Schote. Und ich liebe es, das gemeinsame Weiterentwickeln. Und hier auf Norderney, heute die Küchenparty, war einfach super. Tolle Gäste, alte Gäste, die ich aus Köln kenne. Norderneyer, Inselleute, totale Essfreaks. Die kommen wirklich, weil sie Fan von guter Küche sind. Björn Freitag, Nelson Mülle, das war einfach spitze und ich konnte richtig viel guten Wein ausschenken. Was willst du mehr? Du hast Spaß, du hast gute Moves dazwischen, du hast lächelnde Menschen, die einfach Spaß haben. Und jetzt, wie man vielleicht im Hintergrund hört, geht Party ab. Wie es sich gehört, wenn Nelson zur Küchenparty einlädt, dann wird gefeiert. Und das ist auch gut so. Man hat die ganze Zeit Bewegung. Die Leute, denen wird nicht langweilig. Die gehen von Station zu Station. Man hat viel zu probieren und das ist schön. Hey! Currywurst für Team jetzt mit Garnelen, mit Wurst. Alle haben noch Hunger. Mitternachtsnack. Und die wussten nicht, was sie machen sollen. Und ich sag, also ich regel das, weil am Ende des Tages. Oh, Hazel! Hey! Hey! Joe! Das Schöne ist, das Team kocht oder was kocht. Dann entstehen Dinge einfach spontan. Also es ist nicht so, man guckt einfach, was passiert, man lässt sich, genau das ist das Leben. Das ist auch, das liebe ich an Gastronomie. Und ich glaube, das lieben auch die Leute an Gastronomie. Bevor du schneidest, ich schneide dich auch nicht. Ich schneide mich doch nicht. Was schmeckt? Willst du das jetzt bei jedem Wurst machen? Jetzt ist alles vorbei. Wir haben eine Menge Spaß gehabt. Ich hoffe noch ein bisschen fürs Team und wir hatten einen geilen Abend und ja, bis zum nächsten Mal einfach. Thank you.